Ah, Mann, ich drücke heute so komische Tasten. Ich weiß auch nicht warum. Entweder Q oder E. Kommen denn die Tasten? Ach, das kommt wahrscheinlich vom War Thunder spielen, weil ich damit dann die Richtung schneller ändern kann mit Q und E. Mann, jetzt habe ich schon wieder Q gedrückt. Was ist das denn? So, da sind wir wieder bei Landwirtschaftssimulator. So. Soll ich losfahren? Ja, du kannst losfahren. So, der Bandenteam ist immer noch dabei. Und ja. Wieder. Ja, wieder. Hoffentlich fliegt er jetzt nicht wieder raus. Ja, ich habe, also eine halbe Bahn habe ich ja schon. Das Ja. entfällt genauso viel wie eben. Oha. Ach, übrigens, der Bunny Tim, der hat auch ein eigenes Landwirtschaftssimulator 2013 Let's Play. Da könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr das wünscht. Der heißt auf YouTube auch Bunny Tim 7. Also, der sollte einfach zu finden sein. Ja. So, ich habe schon 93%. Also. Bisschen aufpassen, warte. Und stopp. So, ich fahre den kurz weg. Und komme gleich wieder. So, obwohl, warte mal, wir könnten eigentlich gleich einen Helfer einstellen. Und dann können, obwohl, ja doch, dann könnten wir pendeln mit den zwei Wägen. Okay, dann stelle ich hier den Hektar ein. Ja, und der andere steht an der BGA mit den zwei Kaweco-Hängern. Perfekt. So. Los geht's. Jo. Oh, da gibt es dann eben auch abzuschalten. Und dann wollte ich, wenn, ich denke mal, das schaffen wir in dem Part, dann können wir nächsten Part noch dreschen. Da hatte ich nämlich, was hatte ich? Weizen oder so, was hatte ich angepflanzt. Und ja. Da unten fährt er. Ich fahre über Berge. Ach so, du stützt dich gerade wieder sehr gut. Ja, geht schneller. Ja, aber der Kuchen. Ja, Bergkuch ist immer doof. Normalerweise setze ich Fahrzeuge zurück. Das hatte ich gestern mit Fabian aufgenommen. Also noch einer, LVG und ich. Und dann haben wir 2 Stunden aufgenommen. Er hat den Spielstand nicht gespeichert vom LVG. Setzt aus Sparsamkeit einen vollen Ballenwagen von der BGA aus zum Hof zurück. Und der Ballenwagen war verkauft danach. Die Ballen, alle Ballen auf der Map waren weg und man konnte nichts mehr machen im Spielstand. Nicht mal mehr speichern. Boah, übel. Mit Zurücksetzen bin ich inzwischen vor allem von vollen Hängern etwas vorsichtig. Setz den Ballwagen Beine zurück. zu leer sind. Ach ja, wenn du hier in der BGA weit abkippst, kannst du dann auch direkt gleich verdichten mit dem, ja, heißt der Radlader, genau. Die KW-Kunden sind zwar kleiner bekannt. Ach doch, er fährt sich doch runter. Hatte jetzt meiner Meinung nach nicht gemacht, aber hat es doch getan irgendwie. So, dann stelle ich den mal hier kurz ab, den kleinen Führer. Und schau mal, wie. Ja, gären 4%. Du kannst mich mal am Popo lecken, ey. Wer fällt sich wohl? Das dauert so lange. Letztens hat halt so, ist halt so schnell gegangen. Ach, warte, da hatte ich auch Zeit vorgespult, stimmt. So, einmal rein und dann verdichten schön. Füllstand 10%. Ich könnte schon wieder eine Folie drüber machen. Aber lasse ich jetzt mal. Ja, bin ich dafür. So. Und noch einmal mit dem Radlader Gerne. zurück. Wenn Wie, du willst schaufeln? Aber ja, ich habe schon mit Radladern geschaufelt, mit Weidemann. Das macht doch dann richtig Spaß. 120.000 im Silo. Du hast den Weidemann mit der 2000er Schaufel.
Ja, also ich finde Radler schaufeln auch gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Mir gefällt das eigentlich relativ gut. Ja. So. So. Wunderbar. Ja. Gut. Bam. Verdichtet und dann komme ich jetzt mit dem Bührer. Ja, ich bin auch erst zu 30%. Ja, du hast ja auch zwei Hänger. Die sind relativ groß, die haben irgendwie jeder einzelne Füllstand von 16.000. Ja, will der Hexer jetzt mal weiterfahren, oder? Ich denke, der jetzt hier fertig zu machen. Ah, jetzt. Ja, jeder einzelne dürfte um 15. So. Wunderbar. Ich komme auch nochmal. Oh Mann, ich würde jetzt gerne zurücksetzen. Ah, ich koppel meinen Hänger ab. Zurücksetzen, aber das darf ich nicht mehr. Da beschweren sich dann alle immer. Das ist unrealistisch. Da geht die Ernsthaftigkeit und der Realismus verloren, wenn man ständig zurücksetzt. Welcher Realismus? Ja. Der Realismus in Krone Schneider von Glasinger? Der von den Glashäcksler zu spannen, oder? Ja. Diesen Ressource doch Erfahrung mit der realen Landwirtschaft. Ich habe Oder? Erfahrung mit der BGA in Landwirtschaftssimulator. Nee, mit der realen Landwirtschaft. Ich. Ja, stimmt, wo ich jetzt so drüber nachdenke, wäre das dich schon mal. Warum habe ich denn Erfahrung mit der realen Landwirtschaft? Ich wohne in der Stadt. Hast recht, auf dem Land kann man hier 32 km leiten. Ja, stimmt. Obwohl es eine ganz schöne Selbst. Holzleitung. Ja, wenn selbst wenn es im Dorf nur 6 km gibt. Das ist ja schon fortschrittlich. Ja, das ist gut. Ja, 6K-Leitung im Dorf, das ist so angenehm. wobei, definiere Dorf. Oh Mann, ich drücke heute so komische Tasten. Ich weiß auch nicht warum. Entweder Q oder E. Die Tasten. Ach, das kommt wahrscheinlich vom War Thunder spielen, weil ich damit dann die Richtung schneller ändern kann mit Q und E. Mann, jetzt habe ich schon wieder Q gedrückt. Was ist das denn? Ich komme auch nicht Die voran. Anhänger haben einfach. Das muss man sagen. Sie werden nicht im Geräteschema angezeigt. So. Wie voll bist du? 90%. Okay. Ich komme auch gleich. Dann kannst du direkt zur BGA runterfahren. Aber es sollte nicht mehr viel auf dem Feld sein, oder? Nö, noch eine halbe Reihe. Also ich denke, ich ja noch eineinhalb Reihen. Okay. Wenn man das Schaffst so du das kann. oder muss ich noch Ich kommen? bin voll. Ach so, ach schade. Also die Engel sind voll. Sonst wäre ich jetzt schon mal dreschen gegangen. Aber gut. Du weißt nicht, wer die Fahrer, oder? So, warte mal. Zwar, ne, gut. Ich wollte gerade sagen, ist der Part schon vorbei, aber nee. Noch nicht. Ganz angenehm. Was hängen sind? So, hier haben wir ein Feld. Ach, ist ja wirklich nicht mehr viel, was da steht. Den Rest hier am Rand, den übergrubbere ich jetzt mal, obwohl ich das so ungerne mache eigentlich. Boah, das ist doch unrealistisch. Man kann doch Mais nicht untergrubbern. Ehrlich? Also ich habe mal gehört, man kann gar keine Pflanzen einfach mal untergrubbern. Und bei Mais kann ich mir am schlechtesten vorstellen, dass so ein Gruber denn diese vergleichsweise große Maispflanze in die Erde kriegt. Naja, offiziell tue ich sie ja auch vorher pflügen. Ja. Das mache ich ja nicht, ne? Ich Nee. müsste ja eigentlich pflügen vorher, aber ich mache mir doch keine extra Arbeit. Ach komm, ist mir egal. Ich dachte mal, man grubbert nach der Ernte, um den Boden aufzubekommen. Keine Ahnung. Ich habe auch keine Erfahrung mit der Landwirtschaft. Wenn ich es ganz lustig finde.
Ich meine, mir hat mal einer gesagt, in echt würde man pflügen und dann grubbern. Keine Ja, Ahnung ist warum. ja nicht ganz natürlich. Und dann säen. Ja, und irgendwann dann auch noch drüben gehen. Ach komm, jetzt bin ich wieder zu weit weg von dem Dingen. Das ist doch ätzend mit dem. So, komm. Ja, schön. Oh, ja. Aber ich habe auch jetzt schon wieder 15% hier drin. Ist ja ganz nett. So. Während ich gleich dresche, kannst du dann hier grubbern? Klar. Okay, gut. Weil dann möchte ich hier nämlich nochmal eine Reihe Mais anpflanzen. Nochmal Mais. Ja. Ich will halt viel Geld durch BGA. Merz. Ich meine, ich habe erst 43.000 jetzt gerade. Na gut, ich hatte mir auch noch den Radlader vorher geholt, aber trotzdem. Voll unrealistisch, hier zweimal hintereinander Mais anzupflanzen. Ist dann wär schon das dritte Mal, ja. Also. Ja. Das müsst ihr euch vorstellen, das ist so Turbo-Mais, ne? Das ist so gemodifizierter Mais, der wächst alle 2 Tage. Ja, das wäre eigentlich auch was. Turbo-Mais. Mag ihn wahrscheinlich jetzt. Ja, ich hatte ja eigentlich von vornherein immer geplant, BGA zu machen. Fanden eigentlich auch alle ganz gut. Dann habe ich BGA gemacht, ein paar Parts. Oh, ist langweilig, ich mache was anderes. Na gut. Ja, das ist aber auch, kam mir auch so vor. Wir häckseln BGA Geld. Da habe ich einmal alle Felder mit Hexen, mit Mais gemacht. Da ist jemand, oh, noch ein Feld abgefahren. Oh, nee, jetzt. So. Jetzt habe ich mir dann halt gedacht, komm, dann machst du halt nochmal keinen, nicht nur Mais, sondern lässt auch mal nochmal dreschen mit deinem kleinen roten Drescher da. Passt die KW-Zuhänge auch und die Gärte? Hä, nochmal? Kann man die KW-Zuhänger auf gegärte Silage ankippen? Nee, nicht auf Gegärte. Nur auf die Silage da in dem noch nicht zugemachten Silo. Bist denn du? Ich komme gerade zum Hof. Achso, hast schon alles abgekippt oder wie? Ja, abgekippt und verdichtet. Ist ja nett. Dann habe ich jetzt auch nochmal meinen Rest abgekippt hier, verdichte und hau noch die Folie drüber. So. Dann einmal hier schön rüberfahren mit dem Radlader. Soll ich dann den Trend nehmen zum Kuban, oder? Ja, Feld 18 da. Ja, das wollte ich gerade Geld kriegen. Na nein, nicht vom Hof. Ach komm, jetzt hänge ich hier an einem Dingen fest am Zaun. Ah, Soll geht ich doch. gleich säen? Säen? Nee, das mache ich immer mit Düngen und in einem Schritt. Ah, sonst hätte ich jetzt gekobert und hinten dran die Sämaschine. Ne, ich mache immer vorne Dünger und hinten dran dann die Sämaschine, weil es ist billiger, wenn ich beides einstelle für den Helfer und die Düngemaschine anmache. Der braucht ja keinerlei Ressourcen. Ja, aber ich glaube, der berechnet sich den Ding. Oder? Macht er das? Ich Ja, meine egal. nicht, das. Auf jeden Fall ist es so für mich praktischer, weil ich säen nicht kann und nun ja. Genau. Düngen muss ich dann nicht auch noch gleich, das kann ich nämlich auch nur schlecht. Was kannst du? Ich kann in der Tat schaufeln, Sachen, ach, ich wollte Folie drum machen, Sachen Häcksler ab. abfahren und häckseln und so ein Kram. So. Ja, egal, das weiß ich nicht so. Silo schön zugedeckt. Oh, ja, der Part ist schon lange vorbei. Tschüss. Tschüss.